Ja, das ist das. Erwartet im zweiten Stockwerk auf meinen Bericht. Und ja, da sind sehr viele Quests offen. Zum Glück aber auch nur hier. Edorf und Ski, das ignorieren wir einfach mal. Was ich halt doof finde, es gibt keine Möglichkeit, abgeschlossene Quests rauszufiltern. Also gut, es ist besser als das alte Tagebuch, wo man nach Sachen suchen musste, aber ja. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Hallo, werter Herr, ohne mich einmischen zu wollen, würde ich doch gerne etwas vorschlagen. Klar sprecht. Wenn ich mit meiner Vermutung richtig liege, seid ihr hier, um Nachforschung überzeugt und Irène anzustellen. Irelentri anzustellen. Ich denke, ihr solltet euch mit meinem Vorgesetzten Brandila in Verbindung setzen. Er kann euch vielleicht helfen. Ja, ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. So, das ist Ihr Lentry. Das sind also die Gäste, von denen ihr erzählt habt, Aldet. Seid gegrüßt, Gäste des Hauses. Ich nehme an, ihr seid die Freunde, deren Ankunft Aldet in solch freudige Aufregung versetzt hat. Wenn ich mich vorstellen darf, ich bin Ihr Lentry, einer von Aldets Geschäftspartnern. Ich bin gekommen, um euch mitzuteilen, dass die Liga das Jubiläum von Aldets Firmenzugehörigkeit feiert. Ich möchte euch bitten, an der Festveranstaltung teilzunehmen. Es warten dort einige interessante Überraschungen auf euch. Wir werden da sein. Wenn ich wiederkomme, geleite ich euch zum Ort des Festaktes. Irlandri, einer der Inhaber der Hinterliga, hat uns zu Aldets Jahresfeier im dritten Stockwerk eingeladen. Mhm. Hier sind nur Kaufmänner. Ich hab die besten Preise diesseits von Cormier. Ihr seid Aldets Jugendfreunde, stimmt's? Also an eurer Stelle wäre ich hier sehr vorsichtig. Warum sollten wir? Irelentri und Zoll haben sich in letzter Zeit recht seltsam benommen. Ich weiß ja nicht, was mit ihnen los ist, aber irgendwie scheinen sie nicht mehr sie selbst zu sein. Um die Wahrheit zu sagen, Aldet hat uns angehört, um seine Partner zu kontrollieren. Wisst ihr etwas, das uns helfen könnte? Wenn ihr Zolls Büro im zweiten Stock durchsucht, findet ihr vielleicht etwas. Ein Händler riet mir, Zolls Büro im zweiten Stock zu durchsuchen. Mhm. Wie kann ich ihr braucht? Nur zu fragen. Das heißt, wir gehen jetzt mal in den zweiten Stock. Wie ihr wünscht. Da ist Zoll. Hallo? Seid gegrüßt, so eine nette kulturelle Bekanntschaft zu machen. Seid gegrüßt. Ihr mir bislang unbekannte Gesichter. Ich bin Zoll und ihr seid alles Freunde aus der Kindheit, wenn ich mich nicht irre. Klar, wir sind Freunde seit unserer Kindheit. Also wart ihr auch mit Dabron gut befreundet? Dabron? So, ihr könnt euch ja nicht an Aldrets Bruder erinnern. Sehr interessant. Hallo? Freut mich so. Ich bin ein vielbeschäftigter Mann und habe einen Betrieb zu leiten. Stört mich bitte nicht. Okay. Was hast du uns zu sagen? Also, da war das erste Fettnäpfchen. Womit kann ich dienen? Halt, ich bin Brandila, Kommandant der Wache dieses Hauses. Ihr seid vermutlich die sogenannte Jugendfreunde, die Aldef mitgebracht hat. So plausibel diese rührselige Geschichte für die anderen klingen mag, ich kenne Aldef von frühester Kindheit an. Und mit euren Gesichtern kann ich nicht das Geringste anfangen. Deshalb, weil wir jetzt alle älter sind. Wisst ihr nicht, dass Aldef uns beauftragt hat, seine Zartner zu überprüfen? Sie fallen sich seit kurzem etwas merkwürdig. Es freut mich, dass ihr ehrlich zu mir wart. Um die Wahrheit zu sagen, also das hat ja uns eine der Wachen unten gesagt. Um die Wahrheit zu sagen, mir kommen meine Vorgesetzten auch schon seit einiger Zeit sonderbar vor. Sie haben sich verändert und es scheint ihnen nicht mehr das Geringste an der Zukunft der Liga gelegen zu sein. Man könnte fast sagen, Irlandri und Zoll sind nicht mehr dieselben wie früher. So als würde eine fremde Macht in ihnen wohnen. Leider kann ich nichts dagegen tun, schließlich sind sie meine Vorgesetzten. Ich kann euch nur freie Hand bei euren Untersuchungen gewähren. Wenn ihr stichhaltige Beweise dafür findet, dass hier etwas faul ist, könnte ich eventuell etwas gegen diesen Schlamassel hier unternehmen. Was haltet ihr davon? Sicher, wir können zusammenarbeiten. Wendet euch sofort an mich, wenn ihr etwas herausgefunden habt. Die Wachen der Händler liegen unter dem stehenden Befehl eines Mannes namens Brandila. Mhm. Es kommt darauf an, wie viele davon wirklich Wachen sind. Hallo, Schankwirt. Ich kenne euch nicht. Ihr seid neu in der Händlergilde. Ist ja auch egal. Ich habe euch eh
Ich habe eh nichts zu trinken. Die Alkoholvorräte sind auch gebraucht und meine Herren haben keinen Nachschub bestellt. Ganz schön gedankenlos von Ihnen, aber Sie benehmen sich ja schon eine ganze Weile ziemlich eigenartig. Ihr solltet alles Verdächtige, was ich über Sol und ihr Anti herausfinden kann, Bandila berichten. Okay. Das hier wird wohl eins der Arbeitszimmer sein. Ja, mein Schwester, wenn das euer Wunsch ist. Der Schreibtisch ist verschlossen. Oh, das Geld nehmen wir auch einfach mal mit. Schriftrollen. Scharlach, es freut mich zu hören, dass ihr Zoll erfolgreich beseitigt habt. Mit seiner Identität müsstet ihr mehr der Euren in die Händlerliga einspulen können. Tötet Irlandtri so möglichst bald und dann diesen Gecken Aldev, euer Freund. Scharlach, ich freue mich, dass ihr nun Irlandtri auf euer, Konto geht. Doch ihr müsst Aldev Sassenstad töten. Er ist ein aufgeblasener Dilettant ohne Fähigkeiten und mit eingeschränktem Intellekt. Es irritiert mich, dass ihr ihn noch immer nicht beseitigt habt. Haben eure Fähigkeiten nachgelassen? Schreibt mir bald zurück, wenn ihr Aldev getötet habt, euer Freund. Scharlach, ich freue mich, dass ihr nun... Zorn. Das Irlandtri. Okay, er hat zweimal dieselbe Nachricht hier drin. So, wie ihr wünscht. Ich hab die besten Preise diesseits von Cormier. Okay. Kann uns die Köchin noch was sagen? Was? Stimmt, ich kann es nicht ab, wenn Rotzen diese Gebäude hier in der Küche herumschnüffeln. Zieht Leine, bevor es was auf den Kopf gibt. Womit kann ich dienen? Wie ist es bei unseren Untersuchungen ergangen? Habt ihr inzwischen etwas herausgefunden? Wir haben einige Dokumente gefunden, die euch von Interesse sein könnten. Zeigt, was ihr mir gefunden habt. Hier, schaut sie euch an. Das ist genau das, was ich brauche. Irlandtri und Zoll sind ganz offenkundig Doppelgänger. Spürt diese Ungeheuer von Gestalt von dann auf und tötet sie alle beide. Hi. Das wird kein schneller Tod. So. Das war der eine. Womit kann ich dienen? Da sind immer noch Doppelgänger. Wir werden nicht sicher sein können, bevor sie nicht alle tot sind. Lernt euch zu benehmen. Diese Monster sind immer auch ein Leben. Bereitet ihnen ein Ende. Also hier sind keine. Die Köchin scheint auch keiner zu sein. Gehen wir mal nach oben. Oben wären wir wahrscheinlich in einen Hinterhalt von Doppelgängern gelaufen. Wie ihr wünscht. So, ein Doppelgänger noch, so wie es aussieht. So. Alle Doppelgänger tot. Für euch tue ich alles. Stufenerhöhung. Fähigkeitspunkte für 25. Ein Waffentalent. Hat sie schon... Nein, einhändiger Kampfsieg kriegt sie jetzt. Und dann müssen wir noch Punkte verteilen. 5 Punkte in Schlösser öffnen. So, machen wir das mal so.
Danach haben wir 10 hier. Und die restlichen hier. Ja, die nächsten beiden Level-Ups. Dann können wir 1, 2, 3, 4, 5 gleichmäßig verteilen. Bei Taschendiebstahl und Feinstellen braucht man nicht unbedingt. Mit Vergnügen. Ja, alles andere ist wichtig. Ist noch was auf dem Tisch? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Womit kann ich dienen? Das sind immer noch Doppelgänger. Wir werden nicht sicher sein können, bevor sie alle tot sind. Sind unten noch Doppelgänger? Ihr braucht nur zu fragen. Oh ja. Lasst sie uns ordentlich verdreschen. Alles wegen des lieben Geldes. So. Doppelgänger zu vermöbeln ist eigentlich einfach. Wie ihr wünscht. Womit kann ich dienen? Das habt ihr gut gemacht. Ich bin froh, mit jemandem wie euch zusammengearbeitet zu haben. Alte hat eure Belohnung, wenn er sie nicht noch schon gegeben hat. Lernt euch zu benehmen. Lasst mich euch dafür danken, dass ihr die Liga gerettet habt. Für das, was ihr für mich getan habt, werde ich euch alle reich belohnen. Ich hoffe, die Belohnung ist groß genug. Dieses Schwert ist Teil des Familienerbes und kann euch nützlich sein, wenn ihr wieder diese Gestaltwanderer treffen solltet. Seid gewiss, dass ihr stets zu mir kommen könnt, wenn ihr in Gefahr seid. Nachdem wir uns um die Gestaltwanderer gekümmert haben, berichtete ich Aldef Sassenstar, woraufhin er mir ein Schwert gab, das Gestaltwanderer zusätzlichen Schaden zufügt. Vielleicht hätte er es mir besser vorher geben sollen. Aha. Das ist ein Bastardschwert. Ja, ganz ehrlich, der Pflege plus 1 kann mal weg. Du machst ziemlich viel Schaden. Ach ja, und ist immun gegen Gift. Du bist, glaube ich, nur ein Langschwert. Genau, deswegen machst du weniger Schaden. Und du bist auch nur ein Langschwert. Aber ein recht gutes Langschwert. Wie kann ich helfen? Und 100 Gold und 5000 Erfahrung. Wie das ihr wünscht. 5000 Erfahrung, die sind gut. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Hier gibt's nichts zu sehen, ja. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Na gut, dass wir den Typen gerettet haben. Also im Mantelwald. Sonst hätten wir wahrscheinlich nie die Sache der Händlerliga aufdecken können. Gemischtwarenläden, 2 Stück. Wie ihr wünscht. Ja, Ladenbesitzer, hi. Willkommen in meinem bescheidenen Reich. Oh. Zerstörer der Hügel. Hm. Wir haben aber alle schon leider. Was für ein Bogen hat Safran? Ein Kurzbogen plus 1. Wie ihr wünscht. Also der Gemischtwarenladen hatte mal ein interessantes Sortiment. Also alles magische plus 1er Waffen. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Willkommen in meinem bescheidenen Reich. Er hat leider nur Standardzeug. Wie ihr wünscht. Talente sind meinem Zauber. Arme kleine Diebe, ihr habt euch das falsche Haus zum Einbrechen ausgesucht. Ihr beraubt keinen einfachen Händler, sondern den Meister Magier Sunin. Ihr tötet keine Einflüchte. Heute werdet ihr sterben, Gossenkinder.
Ich weiß, dass ihr gesagt habt, ihr würdet keine Ausflüchte dulden, aber wir haben wirklich gute. Natürlich töte ich euch nicht alleine. Ich habe meine Diener, die mir dabei helfen. Sie sind nur einen Teleportationszauber entfernt. Aha. Auch gut. Du stehst in Nahkampfreichweite.